Willkommen in der Bay Arena, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Begegnung. Ich bin auch heute wieder Wolf Fuß und neben mir ist auch heute wieder der Kollege Frank Buschmann. Die UEFA Champions League läuft. Es kommt heute zu einem Duell in der Gruppenphase. Könnte eine packende Partie werden. Buschi? Heute beginnt der Weg in der UEFA Champions League. Beide hoffen, dass sie lange dabei sein können, dass vielleicht sogar die ganz großen Träume in Erfüllung gehen können. Es ist eine erste Standortbestimmung. Die Leverkusen also mit dem Anstoß. Und ich bin mal gespannt, wer hier besser ins Spiel findet. Higuain. Khedira. Matuidi. Da trennt er ihn fair vom Ball. Die Chance auf den Konter. Ja, sie versuchen zweiter. In den freien Raum. Da ist er jetzt durch. Ja, das war abseits. Bayern 04 Leverkusen beginnt in diesem Spiel mit dieser Aufstellung. Im Tor sehen wir Lukas Radetzky. Sven Bender spielt mit Jonathan Tah in der Abwehr. Leon Bailey steht mit Mitchell Weiser auf dem Flügel. Ganz hartes Einsteigen, könnte Platzverweis geben. Man kann eigentlich nur hoffen, dass es nicht so weitergeht jetzt. Eine frühe rote Karte, die Spieler sollten gewarnt sein. Der Schiri hier lässt nichts durchgehen. Er wird den Ball reinbringen. Und was können sie raus machen? Schlägt den Ball rein. Gonzalo Higuain! Ganz souverän hier vom Torhüter. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder. Cristiano Ronaldo, der war knapp. Da hätte der Torwart wohl nichts mehr ausrichten können. Super dieses Zuspiel. Nadim Amiri. Volland! Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Danilo jetzt. Das frühe Stören jetzt. Jetzt der Ballverlust. Energisch den Ball geklärt. Es gibt Einwurf. Klasse Aktion. Ball ist weg. Er will den Ball, verlässt seine angestammte Position. Nadim Amiri. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Und Pjanic. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau, richtig so. Das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Higuain. Und er gewinnt den Zweikampf. Sie verlieren den Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Die Chance zur Führung. Und der Ball geht knapp über die Latte. Leon Bailey. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Gute Chance, aber kein Tor. Und da wird der Trainer nicht zufrieden sein. Sowas müssen sie reinmachen.
Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo kommt. Da muss er flanken. Hereingabe kommt lang. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Da war der Torhüter noch dran. Aber da ist so viel Power hinter diesem Ball, er hat letztlich keine Chance. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Weg ist der Ball. Heute der erste Spieltag, Buschi, und die UEFA Champions League ist natürlich der wichtigste Wettbewerb im europäischen Fußball. Absolut, Wolf. Daran hat sich in den letzten Jahrzehnten nichts geändert. Ganz im Gegenteil, das ist der Wettbewerb, den jeder gewinnen will. Die Hereingabe kommt flach. Ganz stark abgeblockt. Da kann er klären, gut aufgepasst. Nadim Amiri. Klasse, wie er dahin geht. Matuidi. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Ah, da wäre jetzt Platz. Das wird die Abwehrspieler richtig motivieren. Sie waren eigentlich schon geschlagen, aber haben dann irgendwie doch noch den Ball erobert. Der Pass von Matuidi. Parade von Radetzky, Gefahr noch nicht bereinigt. Der Ball verspringt ihm da. Und das macht es natürlich nicht leichter. Matuidi. Und Matuidi. Das könnte eine Gelegenheit werden. Gefährlich, keine gute Aktion. Das könnte sogar rot geben. Wieder Platzverweis für sie. Da lässt die Disziplin zu wünschen übrig. So machst du dir das Leben richtig schwer. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Cristiano Ronaldo aus enormer Distanz. Jetzt greift er wieder in die Trickkiste. Einen ganz großen Aufreger. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Jetzt Cristiano Ronaldo. Da ist er vorbei, da muss er energischer hingehen. Da können sie jetzt flanken. Matuidi! Den hält er natürlich, keine Frage. Schwacher Ball aus der Distanz. Ja, da bedankt er sich. Da muss er sich überhaupt nicht anstrengen. Und Pjanic. Matuidi. Sieht vielversprechend aus. Leverkusen mit dem Foul, das ist ein Freistoß. Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Da grätscht er voll in den Mann, riskante Aktion. Da gibt es kein Vertun, der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Da kommt er soeben noch an diesen Ball. Kurz ausgeführt. Er hat den Ball. Gutes Tackling. Spiel geht mit Einwurf weiter. Ein neuer Mann soll rein. Es gibt einen Wechsel. Genau, Wolf. Sami Khedira verlässt den Platz und Paulo Dybala kommt für ihn rein. Knipser. Weiser. Kai Havertz. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Jetzt können sie vielleicht kontern. Da geht die Fahne hoch. Also, ach, das würde ich mir gerne eine Wiederholung nochmal anschauen.
Und das war wichtig, dass die Fahne hochgeht, sonst hätte er hier das Tor machen können. Dem hierbei. Jetzt Vorlage. Kai Havertz. Im eigenen Strafraum geht er da recht rustikal zur Sache, aber der Schiri deutet an, weiterspielen. Ah, da sind die Fans sauer. Aus ihrer Sicht musste es da Elfmeter geben. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Jetzt tut das Costa. Danilo. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Ganz klar, da muss er Freistoß pfeifen. Sehr gut, der Unparteiische spricht zunächst mit ihm, so muss es sein. Er geht auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair, so weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid und ist sich der Konsequenzen bewusst. Ball kommt in den 16er. Matthijs de Ligt. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. So, jetzt gibt es natürlich auch die Wiederholung dieses Treffers. Eine perfekte Hereingabe von der rechten Seite. Hier nochmal schön zu sehen. Und da dürfen Sie den Vorbereiter zurecht feiern. Kompromisslos vorgetragen, alles in allem. Hier nochmal schön in der Wiederholung zu sehen. Ja, schön durchgesetzt, kaum eine Chance, den noch abzuwehren. Higuain. Am Ball ist Paulo Dybala. Bernadeschi, glasklare Elfer in dieser Szene, jetzt könnte es richtig schlimm werden. Ja, sie laufen dem Rückstand hinterher und jetzt ist die Chance auf ein weiteres Gegentor natürlich groß. Er gibt den Elfer, aber keine Karte. Ja, das sieht man selten. Scheinbar bewertet er den Strafstoß als Strafe genug. Und hier kommt also die Auswechslung. Die Verletzung scheint zu schwer zu sein. Souverän verwandelt, dieser Elfmeter. Da behält er die Nerven, Ronaldo, und nutzt diese Chance. Das ist eine beruhigende Führung für sie. Amiri. Klasse Pass. Kevin Volland. Volland. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Ja, aus so einer gelbverdächtigen Aktion, das könnte durchaus geahndet werden. Das ist korrekt, es gibt Gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Da grätscht er voll in den Mann, riskante Aktion. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Janisch. Federico Bernardeschi. Guter Vorstoß da jetzt. Higuain, Riesenchance. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Ecke kommt kurz. Zieht einfach mal ab. Parade von Radetzky, Gefahr noch nicht bereinigt. Er pfeift sie zurück, es gibt Abseits. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Rodrigo Betancourt. Wieder ein guter Pass von ihm, nicht das erste Mal heute. Super Pass! Dybala. Da rollt der Ball ja nur. Den nimmt sich der Torhüter ganz locker. Amiri. Und Pjanic. Wieder so ein klasse Pass. Kommt jetzt die Flanke. Higuain, der muss es machen. Er ist zur Stelle, schöne Aktion. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Amiri.
Da wäre vielleicht Platz für Leverkusen. Mitchell Weiser fängt diesen Ball ab. Das war der Schlusspfiff in dieser Partie und wir müssen festhalten, klassischer Fehlstart. Ja, Niederlage in Spiel 1 und das bedeutet Druck für den nächsten Spieltag, wenn sie noch was erreichen. Deine Meinung zur heutigen Leistung von Cristiano Ronaldo? Eine wirklich tolle Leistung. Das Elfmeter-Tor, dazu noch einige gute Chancen und am Ende eben auch noch gewonnen. Da muss er flanken. Der Reingabe kommt lang. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf. Sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ball kommt in den 16er. Matthijs de Ligt. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich. Tor durch Ronaldo. Der Elfer sitzt. Ganz souverän verwandelt, dieser Elfmeter. David. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Das ist korrekt, es gibt Gelb. Die gibt vielleicht nicht jeden.